Hallo, ich bin Anne und ich stelle euch diese Woche die Neustarts der Woche vor. Es fängt an mit den... Vivi, es tut mir leid, aber du musst leider an deinen Posten. Es tut mir wirklich leid. Endlich ist John Woo, der Kult-Action-Regisseur, zurück mit seinem neuen Film Silent Night. Diesmal zur Weihnachtszeit, aber immer noch mit der typischen John Woo-Gewalt und Action und Überinszenierung, also ein absolutes Spektakel. Der nächste Film ist Eileen. Brillant besetzt erleben wir, was mittlerweile irgendwie ein Klassiker ist, wieder Thomasin McKenzie, wie sie durch die blutigen 60er Jahre streift. Diesmal wird sie begleitet von der großartigen Anne Hathaway. Ein Kunstfilm über große Kunst. Der Film Munch über den berühmten Maler Edvard Munch zeigt die Ikone, wie er im Namen seines Schaffens sich gegen Nazis zur Wehr setzt. Dabei trifft ihn ein Schlag nach dem anderen, doch er gibt halt einfach nicht auf. Kommen wir zu den Serien, und zwar haben wir da Yu Yu Hakusho, eine Live-Action-Anime-Adaption, diesmal wieder von Netflix. Classic, oder? Ich find's geil, weil das, was wir gerade machen, läuft ja parallel zu das, was ich letzte Woche mit Zahut aufgenommen habe. Das heißt, während man mich hier sieht, ist für mich gleichzeitig on the road. Neustarts. Ein weiteres Coming-of-Age-Drama, und zwar How to Have Sex. Der Film ist wirklich so. Was wirklich einfühlsam und wirklich sehr intelligent die wilden Partyjahre von vielen Teenagerinnen einfängt. Dann flaut das besser. Ja. Was haben Gene Wilder, Johnny Depp und Timothy Chalamet jetzt gemeinsam? Sie waren beide Willy Wonka. Und zwar geht's weiter mit Wonka von Paul King. Und zwar eine weitere Verfilmung über Charlie und die Schokoladenfabrik und wahrscheinlich ein Knallbutterspaß für die ganze Familie, ne? Muss ja. Jetzt haben die Abmoderation in der Schweiz gemacht. Ja. Ja, wir bei Siegersburg stehen ja bekanntlich für Abwechslung, deswegen dachten wir uns, beenden wir die Folge diesmal einfach in der wunderschönen Schweiz. Schaut bitte alle Filme, die wir euch empfohlen haben. Schaut Tarkovsky Stalker, schaltet wirklich beim nächsten Mal wieder ein, empfehlt diese Folge weiter. Ich hab euch alle lieb und... Danke fürs Einschalten, Leute.